Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Nach Demonstrationen mit mehr als 200 Toten Anfang Januar ist in Kasachstan wieder Ruhe eingekehrt. Im Interview mit IDEA erklärt Frank Lotichius, dass sich die Bevölkerung von den furchtbaren Ereignissen noch nicht erholen konnte. Lotichius ist lutherischer Pastor der Nordkirche in Hamburg und pflegt engen Kontakt zur kasachischen Partnerkirche. Ich hatte mit dem Erzbischof der lutherischen Kirche sprechen können in den letzten Tagen. Empfinde die Situation allerdings weiterhin als angespannt und nicht ganz sicher. Während des Ausnahmezustandes in Kasachstan konnten auch keine Gottesdienste abgehalten werden. Inzwischen seien Gottesdienste wieder erlaubt, allerdings nicht in der Öffentlichkeit, wie etwa Prozessionen der russisch-orthodoxen Kirche. Das neue scharfe Religionsgesetz hat laut dem Erzbischof damit aber nichts zu tun, so Frank Lotichius. Es ist offensichtlich ein Gesetz, das zum Ende des letzten Jahres 2021 noch schnell mit verabschiedet worden ist. Das aber für die christlichen Gemeinden nach seinem Textstudium keine Nachteile bringt. Es ist vielleicht gemünzt im Hinblick auf radikale islamische religiöse Gruppierungen. Vermutlich werde die große Kluft zwischen Arm und Reich auch weiterhin für Unruhen in Kasachstan sorgen. Die Unzufriedenheit sei überall spürbar, so Lotichius, auch unter den kasachischen Mitgliedern seiner Partnerkirchen. Nach dem schweren Ausbruch eines Unterwasservulkans Mitte Januar nahe dem Inselstaat Tonga warnt der methodistische Superintendent Adrian Burden vor weiteren Folgen. Er war 7 Jahre lang als Missionar auf Tonga tätig. Laut ihm wird es Probleme mit dem Trinkwasser geben, da dieses wahrscheinlich verunreinigt wurde. Zudem bauten auf den Inseln viele Menschen ihre eigenen Lebensmittel an. Burden rechnet damit, dass die Katastrophe die Ernte vernichtet habe und die Menschen deshalb in Not geraten würden. Die Menschen in Tonga seien traumatisiert, doch ihr Glaube schenke ihnen Hoffnung. Junge evangelikale Christen in den USA denken globaler als die Älteren. Das spiegelt sich auch in ihrem Spendenverhalten wider. Laut einer aktuellen Studie des Instituts Gray Matter Research geben Evangelikale im Alter über 40 überwiegend Geld an lokale wohltätige Initiativen. Die Jüngeren spenden dagegen häufiger für internationale Hilfsorganisationen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.